Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über MySurvey geschrieben, welches er mit 4,6 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Die Überschrift erklärt es eigentlich schon ganz gut. MySurvey ist eine Internetplattform, auf der man sich anmelden kann, um anschließend an Umfragen teilzunehmen, die geltlich entlohnt werden. Bezahlte Umfragen kann man auf diversen Webseiten durchführen. Das ist eine der leichtesten Methoden, um etwas Taschengeld im Internet zu verdienen. MySurvey nennt sich selbst Verbraucherumfragen-Panel. Dort können Personen an Marktforschungsstudien teilnehmen und werden für die Teilnahme belohnt. Eigentümer und Betreiber von MySurvey ist Lightspeed, ein Marktforschungsunternehmen. Lightspeed arbeitet in über 70 Ländern und führt dort überall regelmäßig Studien durch. Die Marktforschung von MySurvey und Lightspeed kann man viel verdanken, wie zum Beispiel Kindersicherung bei Verschlüssen oder Airbags und ABS-Bremssystemen. Die Meinung der Verbraucher zählt nicht nur bei der Entwicklung von Produkten, sondern auch in politischen und sozialen Belangen. Wo Lightspeed großräumig Umfragen anlegt, dessen Ergebnisse in etablierten Magazinen wie der Financial Times, Time Magazine oder Wall Street Journal abgedruckt werden. MySurvey ist zum größten Panel gewachsen und daher fragen auch viele große international bekannte Unternehmen an, für die man dann Umfragen ausfüllen kann. An die Stelle eines Fragebogens tritt der Internetbrowser, wo man einen Fragebogen virtuell ausfüllt. Es ist eine zugelassene Befragungsmethode, die für die empirische Sozialmarkt- und Meinungsforschung verwendet wird. Die Thematik der Umfragen bei MySurvey kann ganz unterschiedlich sein, über Sport und Gesundheit bis hin zu Beauty und anderen Konsumprodukten. Die Antworten, die ein Nutzer gegeben hat, werden vertraulich behandelt. Das heißt, man wird im Nachhinein nicht von E-Mails oder Telefonanrufen belästigt, denn die Daten werden seitens MySurvey nicht an Drittanbieter weitergegeben. Wenn wir nun mal den Punkt des Geldverdienens für einen Moment aus den Augen lassen, gibt es noch weitere Vorteile, die eine Teilnahme an Online-Umfragen mit sich bringt. Zum Beispiel wird man zum aktiven Konsumenten, der seine Meinung äußert. Diese wird natürlich von den Unternehmen weiterverarbeitet. Es sind Kritiken, die den Unternehmen helfen können, Produkte zu verbessern oder Anreize, die ein komplett neues Produkt auf den Markt bringen. Außerdem erhält man noch Informationen aus erster Hand. Bevor es die anderen wissen oder bevor es in die Werbung läuft, kann es gut sein, dass man Neuigkeiten erhält von Neuerscheinungen. Manchmal bekommt man sogar Muster oder Prototypen nach Hause geschickt. Prinzipiell gibt es keine Regelmäßigkeiten und man kann nicht genau sagen, wie viel Geld man pro Umfrage bekommt. Man sollte aber dort mit keinen Unsummen rechnen, denn hier macht es definitiv die Menge. Eine einzige Umfrage spürt keine 10 Euro in die Kasse. Das ist wirklich eher selten der Fall. Der Verdienst ist abhängig von der Art der Umfrage und der Dauer. Es gibt zum Beispiel Umfragen, wo man gebeten wird, über einen gewissen Zeitraum ein Tagebuch zu führen, über beispielsweise ein bestimmtes Konsumverhalten. Solche Umfragen, die täglich Zeit beanspruchen, werden wesentlich höher entlohnt als solche, die in 10 Minuten erledigt sind. Auch die Art von Umfragen, wo man Produktmuster zugeschickt bekommt, halten eine höhere Entlohnung bereit. Bei MySurvey bekommt man nicht sofort Geld. Es gibt ein System mit MySurvey-Punkten, die man sich in Prämien auszahlen lassen kann. Pro Umfrage erhält man also eine festgelegte Anzahl an MySurvey-Punkten, die dem Konto sofort nach Abschluss und Beendigung der Umfrage gutgeschrieben werden. Diese Punkte kann man dann eintauschen gegen Gutscheine von PayPal, Amazon, Aral oder H&M. Eine weitere Möglichkeit ist, das Geld zu spenden an Organisationen wie UNICEF. Man kann auch an Verlosungen teilnehmen, die in vierteljährlichem Rhythmus stattfinden. Dort werden jeweils 2000 Euro unter den Teilnehmern verlost. Lose bekommt man durch die Teilnahme an Umfragen. Damit man Teil der Community wird, muss man sich einen Account bei MySurvey anlegen, der übrigens kostenlos ist. Egal in welchem Umfang man MySurvey nutzt, es werden niemals Kosten anfallen. Sobald man irgendwelche E-Mails von vermeintlich MySurvey erhält, die in irgendeiner Form für irgendeinen kuriosen Grund Geld verlangen, sollte man diese sofort löschen. Das Unternehmen sagt eindeutig, dass sie solche Mails niemals verschicken und man diese dringend ignorieren sollte. Für die Registrierung braucht man zunächst lediglich den vollen Namen, E-Mail-Adresse und Passwort. Im weiteren Verlauf kann man noch seine Adresse hinzufügen, die nötig ist, wenn man Produktzusendungen erhalten möchte. Außerdem macht man noch Angaben zur Person und zu den eigenen Interessen. Solche Daten sind für MySurvey wichtig, da sie von Beginn an aussortieren und schauen, ob Mitglieder für eine Umfrage geeignet sind oder nicht. Es gibt zum Beispiel Umfragen, die auf bestimmte Altersklassen fokussiert sind oder nur ein Geschlecht im Visier haben. Außerdem möchte MySurvey auch, dass die Umfragen für den Teilnehmer möglichst interessant bleiben, weshalb das Interessengebiet gefragt wird. Ein vollständiges Profil hat zur Folge, dass man mehr Einladungen bekommt. Nun sollte man regelmäßig sein Postfach checken oder direkt bei MySurvey vorbeischauen. Jede Einladung zu einer Umfrage wird per E-Mail verschickt oder taucht eben unter Meine Umfragen auf, wenn man gerade eingeloggt ist. MySurvey ist auf jeden Fall ein seriöser Anbieter, bei dem man auch tatsächlich regelmäßig Umfragen durchführen kann. Es gibt nämlich auch viele, die am Anfang einen mit Studien zuschütten, aber nach kurzer Zeit kommt nichts mehr nach.
Das ist hier glücklicherweise nicht der Fall. Beim Verdienst darf man einfach nicht mit falschen Vorstellungen an die Sache gehen. Man sollte sich hier auf keinen Fall einen Stundenlohn errechnen, denn der sieht in den meisten Fällen eher mager aus. Es ist ein Zeitvertrieb, der nützlich und sinnvoll ist. Viele kennen es bestimmt, dass man manchmal am Computer sitzt und nicht genau weiß, was man machen soll. Dann kann man auch einfach in der Zeit 20 Minuten lang Fragen beantworten und 3 oder 4 Euro verdienen. Die Auszahlung klappt auch immer ohne Probleme. Ich lasse mir meistens ab 20 Euro Amazon-Gutscheine ausstellen, die man auch immer sofort bekommt. Je nachdem, wie aktiv ich war, kriege ich pro Monat einen Gutschein zusammen. Manchmal auch 2, was aber eher selten der Fall ist. Es handelt sich hier um eine wirklich leichte Methode, um im Internet Geld zu verdienen. So etwas bietet sich vor allem für Schüler und Studenten an, da man wirklich nur seine Zeit gegen Geld tauscht. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.